Apothekenluft schnuppern in Bruck an der Mur in der Stadtapotheke. Im Zuge des Ferienpasses haben Kinder Gelegenheit, ein bisschen in die Materie einer Apotheke Einblick zu nehmen. Ja, genau. Wir machen da schon das vierte oder das fünfte Mal mit. Wir sind relativ schnell ausgebucht und wir haben selbst eine Freude, dass die Kinder so fleißig mitarbeiten und so viel Spaß daran haben. Welche Fragen werden Ihnen denn von den Kindern am häufigsten gestellt? Warum da hinten in unserem Dienstzimmer ein Bett steht? Das ist wohl die beliebteste Frage. Und ja, ich beantworte dann hoffentlich die Fragen so, wie es die Kinder sich erwarten. Und das Bett steht eben da, damit auch in der Nacht jemand erreichbar ist und auch in der Nacht die Medikamente gekauft werden können. Was fasziniert Sie an diesem Beruf? Die Abwechslung ist es. Also es ist so ein toller Beruf, es ist so abwechslungsreich. Wir haben mit Kunden zu tun, wir haben aber auch hinten sehr viel verschiedenste Arbeiten. Wir machen selbst Tinkturen, wir stellen selbst Salben her, wir haben mit dem Computer zu arbeiten und machen die Bestellung, damit die ganze Ware wieder zu uns ins Haus kommt. Und es ist einfach ein ganz ein toller, abwechslungsreicher Beruf. Und wenn die Kinder jetzt da hier die Gelegenheit haben, diese Fülle von Angeboten, kann man in diesem Fall fast sagen, zu erleben. Worin geht denn eigentlich der Trend hin bei den jungen Leuten? Man sagt immer weniger Medikamente, noch weniger. Ja, das passt auch ganz gut, diese Frage. Und zwar, ich habe heute den Kindern sehr viele Heilkräuter gezeigt, die eben bei uns in den Wäldern und auf den Wiesen wachsen. Man muss nicht immer gleich eine Tablette schlucken oder irgendeinen Hustensaft. Es gibt so viele verschiedene Heilkräuter, die eben auch eine ganz eine tolle Wirkung haben. Und das habe ich heute den Kindern erklärt. Als Apotheker muss man ja nicht nur Fachmann oder Fachfrau sein, sondern man muss auch zusätzlich, wenn man kann sagen, Psychiater sein. Ja, immer mehr muss man das auch sein. Die Leute kommen zu uns, wollen einfach gute Gespräche führen und Tipps von uns haben, die sie vielleicht heute bei einem Arzt nicht mehr so bekommen, weil einfach die Zeit nicht da ist, dass der Arzt so viel Gespräche mit den Leuten führen. Und ich glaube, da ist es sehr wichtig, dass wir so gute Zuhörer auch sind und so den Leuten das Gefühl geben, wir sind für sie da. Wer ist denn eigentlich in der Mehrzahl, wenn es darum geht, Interesse für diesen Beruf zu zeigen? Sind es die Buben oder sind es die Mädchen? Schon eher die Mädchen. Und warum, glauben Sie? Ja, das kann ich schwer sagen, das weiß ich nicht. Aber man sieht auch bei dem Ferienpass, bei den Anmeldungen, dass viel mehr Mädchen interessiert sind. Und was hat Sie eigentlich auf die Idee gebracht, Apothekerin zu werden? Ja, einfach die Abwechslung, der Kontakt zu den Menschen, das Fachwissen, das man sich aneignen kann. Und wir können immer wieder Schulungen besuchen, wir können unser Wissen immer wieder auffrischen. Und das ist einfach das Tolle an diesem Beruf. Dann werden die Kinder nach Hause gehen und den Eltern sagen, du musst nicht immer eine Tablette schlucken, versuch's einmal anders. Ja, das hoffe ich, dass das passiert. Dann weiß ich, dass ich die Arbeit gut gemacht habe. Alles bewegt sich, alles dreht sich wie jedes Jahr um diese Zeit am Brucker Hauptplatz. Ob klassisches Autodrom oder Kettenringelspiel, Vergnügen für alle Alters- und Gewichtsklassen. Und der besondere Fokus wird heuer auf die Familie gelegt. Vergnügen. Ein Vergnügen, das es über Jahrzehnte, ja, wenn man in die Geschichte zurückgeht, Jahrhunderte zurückgeht. Ja, wir sind wie jedes Jahr hier in Bruck an der Mur. An diesem Wochenende, beziehungsweise auch am nächsten Wochenende beim Murenschalk, wobei dieses Wochenende das Stadtfest ist am Samstag. Wir haben auch am Freitag noch geöffnet. Nächstes Wochenende beim Murenschalk ist es so, dass Freitag, Samstag geöffnet ist. Am Sonntag der große Familientag, wo jede Fahrt nur 1,50 Euro kostet. Wir haben hier zwei neue Geschäfte und hoffen, dass diese auch ankommen werden. Und zwar ist das der Big Jump und der Tornado hinter mir. Und ja. Interessant, dass sich eigentlich diese Vergnügungsstätten, der Vergnügungspark, immer hält. Welche Jahreszeit, welche Situation es auch immer gibt, die Leute haben Lust, sich zu unterhalten.
Ja, das ist richtig. Die Leute haben Lust, sich zu unterhalten, weil eigentlich ist der Vergnügungspark der einzige Ort, wo man keinen Eintritt bezahlt in den Vergnügungspark und dort Kommunikation stattfinden kann. Man wird von der Musik berieselt und wenn man Lust hat, kann man auch ein Fahrgeschäft benutzen. Ja, und jetzt kann man noch dann die Nachfragen, wie es mit der Generation aussieht. Kommen nur junge Leute, die diese Gelegenheiten hier nützen oder gibt es auch Ältere? Das kommt darauf an, welche Fahrgeschäfte benutzt werden. Es gibt welche, die nur für Familien geeignet sind oder nur für Kinder, aber auch Fahrgeschäfte für ganz mutige Leute, je nachdem richtet sich das Publikum. An Publikumsmangel dürfen wir uns in unserer Branche nicht beklagen. Dann machen wir einen großen Sprung zum Familientag. Was wird da geboten? Ja, am Familientag ist es so, das ist der Sonntag, der 12. August und da wird jede Fahrt, egal bei welchem Karussell, nur 1,50 Euro kosten. Das heißt, her nach Bruck an der Mur, hier dreht sich alles um das Vergnügen. Ja, so, genau so ist es. Wir hoffen auf zahlreichen Besuch und bitte, liebe Bevölkerung, besucht uns hier in Bruck an der Mur, es wird Sie nicht bereuen. Wenn die Begriffe Geist, Gesundheit und Körper auftauchen, dann fällt einem unwillkürlich gleich Yoga ein. In Bruck gibt es derzeit im Rahmen des Ferienpasses einige Veranstaltungen, die sich mit diesem Thema ganz intensiv beschäftigen. Zum Beispiel, wenn Körper, Geist und Seele in Einklang kommen, Menschen sich als Kreis zusammenschließen und die Natur unser Zuhause ist, dann entsteht ein ganz besonderer Zauber. Hallo ihr Lieben, ich finde es total schön, dass ihr da seid. Ich bin die Petra und ich mache heute mit euch eine Einheit Kinder-Yoga. Brucker Kinderatelier, eine empfehlenswerte Adresse. Für wen? Ja, für Kinder allen Alters. Und ja, heute geht es gar nicht ums Malen, sondern heute gibt es Kinder-Yoga. Wobei für mich das gar nicht so wirklich ums Yoga geht beim Kinder-Yoga, wenn ich das mache, sondern mir ist es einfach ganz wichtig, gerade in einer Zeit, wo Konkurrenz und Leistung und das Gegeneinander so groß geschrieben werden, das Funktionieren, dass man einfach einmal das alles über Bord werfen kann und wieder spüren darf, wie wichtig das Miteinander ist. Wir hatten von euch schon einmal Yoga gemacht, zeigt es mir auch. Wenn man denkt, dass wir Menschen eigentlich den Großteil unseres Bestehens immer am Stamm gelebt haben und immer zusammengehalten haben und immer im Einklang mit der Natur gelebt haben und man sieht, wie das immer mehr zerbröselt, ist es mir einfach ein ganz großes Anliegen, die Kinder da wieder einigspüren zu lassen in dieses Miteinander. Und wie werden Sie das schaffen, das Programm, dass das herauskommt, was Sie wollen und vor allem die Kinder und die Eltern? Mhm. Ja, mir geht es genau darum, dass die Kinder merken, da bin ich. Ich muss auf mich Acht geben, also bei mir im Yoga gibt es die drei Regeln. Ich achte auf mich, ich achte auf dich, da gibt es noch jemanden, der ist genauso wichtig wie ich. Und ich achte auf die Erde, weil die ist unser Daheim und da sind wir alle daheim und wir wollen ein schönes Daheim miteinander haben. Und gibt es Yoga-Fitness-Therapien? Ja, wir machen das auf verschiedene Arten, genau. Natürlich werden wir unseren Körper bewegen, damit wir uns spüren und wissen, wo wir anfangen und wo wir aufhören. Wir werden, nachdem mir die Verbundenheit mit der Natur sehr wichtig ist, versuchen, uns in Tiere zu verwandeln und deren Kräfte auszuforschen, die ja alle in uns verankert sind, die Kräfte der Pflanzen, die Kräfte der Umwelt. Und werden da jetzt einfach einmal eintauchen in eine uns ganz neue, aber doch bekannte Welt.